Nee, da ist kein Platz für mich. Ich muss hier wieder rennen. Krass. Los. Ist tot? Ja. Ich bin zu spät losgelaufen. So übelst knapp gewesen. Boah, ist das übel. Und das ist auch eine Stelle, da kriege ich noch nie meine Seelen wieder. Außer die liegen davor irgendwo rum. Vor den Teilen. Dann wäre es okay. Aber wisst ihr was? Ah ne, jetzt Upgrade machen wir später, wir haben hier keine Seelen. Ich habe jetzt keinen Bock, ich will jetzt meine Seelen wieder haben. Ich versuche es ruhig zu machen, ohne Druck und so weiter. Mal sehen. Die Stelle ist gemein. Die Stelle ist echt gemein. Davor ist ja auch noch das fiese Ding wieder. Das nervt mich ja am meisten gerade schon wieder. Boah, das wird übel. Oh, ja genau. Ah, der hat den auch getroffen. Jetzt wurde er nicht unterbrochen. Oh, wirklich jetzt? Nein. Nein, Leute. Ganz ruhig. Weg. Ganz ruhig. Ich muss eh nochmal zurück. Da kann man Feuerbälle werfen. Wenn es einmal nicht läuft, ey. Okay. Krass. Ich stelle mich gerade so scheiße an. Das ist unfassbar. Ohne Mist. Boah, ja. Ah, die werden. Egal. Peinlich. So, immer noch mal schnell zurück. Boah, ist das übel. Ist das peinlich. Ja, manchmal ist man halt in Form und manchmal ist man nicht so in Form. Aber ich meine, gut. Ich weiß ja, dass es besser geht. Ich weiß auch, dass ich es besser kann. Das ist wichtig zu wissen, dass man es weiß, dass man es selber besser kann. Das war nämlich vor ein paar Folgen noch nicht so. Da wusste ich das noch nicht. Da wusste ich nur, dass es besser geht. Aber das ist ja ein Unterschied. Also probieren wir es jetzt nochmal. Gucken wir mal. Ist die Falle da? Nope. Dann kommt mal her. Er kommt. Alter, wirklich. Boah, krass, aber da kann man ja auch nichts machen. Was ist denn jetzt hier plötzlich los, bitte? Ganz ruhig jetzt. Backstab, bitte. Ey, das ist doch krank, Mann. Ich konnte ja gar nichts machen in dem Moment. Wow, ich bin gleich tot. Spring mal, vorsichtshalber. So peinlich, ey. Dies würde ich ja nochmal machen. Ja, ich mach nochmal. Ich mach schnell. Das kann's ja nicht sein. Das kann's ja wirklich nicht sein, weil ich muss ja jetzt schon wieder zwei Heldringe raushauen. Und gerade bei den ersten beiden wäre es halt schon cool, wenn man noch alle Heiltränke über hat und ein volles Leben am besten. Einmal treffen ist okay, aber doch nicht so. Das muss mir den Backstab dann einfach besser sitzen. Weil wenn ich den Backstab ausführe, dann treffen die mich ja nicht. Bin ich ja quasi kurzzeitig unverwundbar. Ich könnte jetzt auch wieder hier ranlocken und dann wegschießen, aber das finde ich halt, unabhängig davon, dass ich Feuerbälle raushaue, ist das halt auch irgendwie dann Bug-Using und darauf stehe ich halt überhaupt nicht. Fand das vorhin schon nicht so cool, aber gut. Das ist halt dann einfach mal auf die KI geschoben, dass die dann nicht durch die Tür kommen. Nicht zurücklaufen. Kann ich dann auch erstmal nichts dafür. So, jetzt nochmal. Vielleicht jetzt ein bisschen besser. Alle guten Dinge sind drei und so. Schauen wir mal. So, Backstab. Leider nicht. Backstab. Schon besser. Backstab. Wieso macht er keinen verdammten Backstab, ey? So, jetzt aber.
Okay, ja, einmal getroffen ist okay, ich kann damit leben. Immerhin, wir haben jetzt schon wieder 3000 Erfahrungspunkte gemacht. Weiter geht's. Das mit dem Runtertreten würde ich eigentlich auch gerne mal ausprobieren, aber naja. Das ist aber auch eine fiese Stelle, wo wir jetzt hin müssen, ey, ganz ehrlich, Leute. Hört mal. Übel. Weil man kann hier überall mal sterben, ne? Das kann ganz schnell mal passieren. Wow, 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 wow. Das war knapp gewesen. War ich aber auch ein bisschen unvorsichtig. Oh, jetzt verpiss dich, du Scheißvieh. Meine Fresse. So. Ja, den lassen wir jetzt mal. Können wir einfach die Steine dann wieder umleiten. Kommen jetzt hier welche? Sieht nicht so aus. Vorhin kam dann plötzlich wieder Steine runter, weil ich es nicht so ganz verstanden habe irgendwie. So, down. Jetzt kommen wieder welche. Also immer wenn man das Vieh angreift anscheinend, wird das irgendwie aktiviert, so wie es aussieht. Das kann sein. Na komm mal her. Hier unten lasse ich jetzt einfach. Muss jetzt nicht sein. Na, komm schon. Okay. So, und ich werde jetzt hier wieder nach unten rennen. Also einfach den Stein hinterher und dann einfach den Fahrstuhl hoch. Nee. So. Diese hässliche Schatztruhe, ey, die werde ich nie vergessen, ganz ehrlich, Leute. Wie geht's noch weiter runter? Würde mich auch mal interessieren, was da unten ist, aber ich will es jetzt nicht ausprobieren. Falscher Zeitpunkt. So. Okay, jetzt hier hoch, ne? Ja. So, dann drehen wir das Ding noch. Die Richtung. Damit erstmal das Vieh noch tot, damit das Vieh erstmal noch stirbt. Geben wir wenigstens Erfahrungspunkte. So, und dann gehen wir jetzt mal hier rein wieder. Das wäre eine Falle. Einfach nur reinrennen und Schild halten, dann passt das schon. Passiert da eigentlich nichts. So. Das wird jetzt hart hier vorbeizukommen erstmal. Was steht denn hier? Versuch's mit Vorstoß. Mit. Keine Ahnung. Ja, kann das mal weg in die Meldung. Man sollte vielleicht ein bisschen Abstand haben und schon eher losrennen, hä? Ich weiß es nicht. So, näher ran will ich jetzt nicht. Ab geht's. Ah, das war zu spät, oder? Boah, war das knapp gewesen. So, jetzt erstmal oben den Zauber fix killen.
Drei Stücke reichen, glaube ich. Backstep. Geht leider nicht. Ja, komm. Wie ich mich halt echt noch zweimal treffen lasse. Ich hätte einfach nur einmal schnell noch schlagen müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schläg's jetzt nochmal schnell zu. Schade, ist ein Heiltrank, den wir zu hauen haben. Mal gucken jetzt. Wo unsere Seelen liegen. Die liegen davor, oder? Bitte sag mir nicht, dass sie dazwischen drin liegen. Das wäre übel. Okay, machen wir erstmal den. Muss einfach nur geblockt halten erstmal. Blocken. Wenn er geschossen hat, können wir dann feuern. Reicht das schon? Nee, letztes Mal ist er runtergefallen. So, jetzt aber. So, jetzt lassen wir unsere Seelen wieder aufheben. Jetzt nicht runterfallen, Alter. Ist das übel. Ich würde ja am liebsten jetzt mit Steuerkreuz spielen. Ich weiß halt, das geht aber nicht, ne? Mit Stick bin ich jetzt gerade ein bisschen wackelig. Das sehe ich selber. Boah. Kann ich mir jetzt hier meinen eigenen Blutfäcker gucken? Nee, ne? Boah, Leute, wir haben 20.000 Erfahrungen, ey. Krass. Jetzt bin ich noch nervöser. Wegen dem scheiß Stick würde ich jetzt hier mit dem Kreuz spielen, würde mich das gar nicht so sehr stören, weil dann könnte ich einfach nach vorne drücken. Also habe ich immer eine Angst, dass ich runterfalle, wisst ihr? Wie viel sind das hier unten eigentlich? Hier unten sind das 1, 2, 3, 4. Und hier sind das auch 4 Stück. Und das ist ja auch bestimmt die gleiche Distanz, oder? Oder kann man sich in die Mitte reinstellen? Ach Leute, guck mal, oder? Kann man sich in die Mitte stellen? Da, wo es leuchtet, hä? Das sieht so aus. Das sieht so aus, dass man sich da hinstellen kann. Die sind weit auseinander. So. Okay. Steht hier? Hier. Alles klar. Ist aber schwer zu erkennen zu wissen. Schwer erkennen zu wissen, was ich meine. Ich bin gerade übelst. Ich gehe erstmal rüber, dann sage ich, was ich sagen will. So, jetzt. Das war aber auch schwer zu erkennen, wollte ich sagen. So, da ist eine Falle, da ist auch eine Falle. Und da ist Nebel. Würde ich erstmal gern darüber. Kommen wir ja so vorbei. Ja, sehr gut. Boah, übel, 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 übel. Oh, hier geht's auch noch lang, oder was? Ja, das ist bestimmt der Durchgang vom vorhin. Der Schacht. Hoch, 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 nein! Ja, egal, scheiß drauf. Ist hier noch irgendwas? Nicht so aus. Wobei, der hat keinen Helm auf, guckt mal. Das ist was zu bedeuten. Und kein Arm. Naja, geil. Geht's hier noch irgendwo lang? Nicht wirklich, ja. Nope. Okay. Boah. So, dann müssen wir jetzt wieder an der Falle vorbei. Also ging das ja eigentlich. Dann müsste es hier auch gehen. Und jetzt durch Nebel. Das darf jetzt aber kein Bossmob-Nebel sein. Hier war nicht irgendwo. Hier ist ja kein Leuchtfeuer in der Nähe. Die können nicht verlangen, dass man jedes Mal hier hinläuft, oder? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass Nebel da wieder weggeht. Ja. Oh nein, da ist irgendwas Großes. Der wirft jetzt bestimmt auf uns. Steine. Natürlich. Okay, schnell. Okay, dahin. Wirft er die jetzt auf uns? What the fuck? Was steht denn hier? Pass auf, Leuchtfeuer. Wo, 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 wo? Scheiße. Ich muss mich hier schnell bewegen. So, weiter geht's. Ja, 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 ja. Heiltrank. Wie geht das denn bitte? Boah, Heiltrank wieder. Ja, schießen welche auf mich gerade. Ich muss mich schneller bewegen hier. Ist das ein Gegner? Oh nein, oder? Aua, das hat ganz schön reingehauen.
Mach doch mal einen Backstep. Okay, ist down. Krass, wie gut er jetzt ging. Pass auf, Versteck. Okay, also hier kann er mich nicht angreifen. Alter. Das ist übel. So, irgendwo muss ja ein Leuchtfeuer sein. Irgendwo muss ja ein Leuchtfeuer sein. Hier geht's eine Leiterrunde. Okay, das merken wir uns mal. Ich guck noch mal ganz kurz vor, muss aber echt jetzt aufpassen. Kann der hier wieder werfen? Wo ist denn hier das Leuchtfeuer? Wo soll denn das sein? Ist das hier? Weg, 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 weg. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das Leuchtfeuer da ist, wo der wirft. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich würde ja fast davon ausgehen, dass das vielleicht dann... Ich gehe jetzt die Leiter erstmal runter. Da fühle ich mich irgendwie erstmal sicherer. Kann es sein, dass das wieder ein Trugschluss ist, aber egal. So. Aber kann der von hier auch auf uns schießen? Ich hoffe es nicht. Boah, das sieht echt cool aus hier. Guckt euch das mal an, Leute. Richtig nice. Bogenschütze. Aua. Na komm her. Ui, der hält aber einiges aus, hä? So wie ich das sehe. Ging schon nehmen. Rickard Stegen. 4000 hat er gebracht. Nicht schlecht. Wo ist denn hier ein Leuchtfeuer? Am Ende ist es doch da ein Utenbutot gewesen. Ich nehme mal noch einen Heiltrank. Hier sind Kisten. Ich werde jetzt erstmal jede Kiste anhauen, bevor ich sie aufmache. Das ist sowieso der Trick wahrscheinlich. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Göttlicher Segen. Okay, cool. Seltener Ring der Opferung. Keine Verluste bei Tod. Fluchlösung. Ring bricht. Ah. Okay. Heißt sozusagen, dass wenn wir den Ring tragen und dann sterben, zerstört sich der Ring, aber wir verlieren keine Seelenpunkte. Lohnt sich das denn bei 25.000? Ich weiß es nicht. Lohnt sich das denn bei 25.000? Das sind zwei Level momentan. Ich glaube aber, das ist bestimmt so ein Item, was man sich auch aufheben sollte für später wahrscheinlich. Ich weiß es nicht so genau. So, wo ist denn jetzt hier das Leuchtfeuer, Leute? Zum Ernst. Da stand Vorsicht, Leuchtfeuer. Also wird das ja irgendwo sein. Wahrscheinlich muss ich dann wieder zurück erstmal. Was ist das eigentlich hier für eine Waffe gewesen hier? Dieser Degen. Holt mich jetzt nicht so vom Hocker. Aber gut, machen wir es mal weiter.